So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Isaac. Ich nehme. Wen nehme ich denn? Isaac, Maggie? Na, ich nehme wieder Maggie. Ich mag einfach das Yamhart und die vier Herzen. Ich nehme sie einfach. So, und ich sag jetzt einfach mal nicht, dass ich es schaffen werde. Vielleicht klappt das ja besser. So. Ja, ich sehe schon, wie das. Na, oh. Ich sehe schon unwahrscheinlich, wie das besser klappt. Na gut. So, dam dam da dam 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 da ra ra da ra 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 na Ich meine, ich könnte ja auch mal, damit wir ein paar Items haben, offstream ein bisschen was freischalten, aber eigentlich möchte ich das alles zeigen. Also ich möchte diesen Spielstand nicht offstream weiterspielen, ohne dass ihr das dann sieht, weil irgendwie. Oder seht, nicht sieht. Irgendwie, ne, möchte ich nicht. Würde zwar eventuell dazu beitragen, dass ich mal ein bisschen weiterkomme, aber ich möchte es nicht. Ja, engt mich ein. Was spiele ich denn jetzt gerade hier? Gut, Herz. Und hier müsste der Geheimraum sein. Und jawohl. Hatte ich jemals Geld in dem Geheimraum bis jetzt? Also so viel auf jeden Fall glaube ich nicht. Ich hatte fast immer Slot Machines. So. Jetzt brauche ich nur noch eine Münze und einen Schlüssel, dann könnte ich schon in den Shop. Jawohl, da ist der Schlüssel. Sloth. Naja. Nicht so der Killer. Ist kein besonders schwerer Endgegner, aber hatten wir ja auch schon, oder? Ja, ich meine schon. Doch, doch, wir hatten den schon. Die Musik ist so cool. La 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 le. Mein Gott, ich treffe ihn nicht. Oh, und er hätte mich jetzt beinahe getroffen. So. So. Und das. Hallo. Toll, jetzt würde ich sagen, das war's. Und dann spawnt da wieder so ein scheiß Wurm und verteidigt sich damit. Stirb. Ah, oh, ja, natürlich werde ich noch getroffen. The Moon, okay. Kann ich im nächsten Stock verwenden? Praktisch. So. Noch ein Schlüssel. Ich brauche Geld. Und ich brauche Leben. Jammert. So. Dam, da-dam, dam, da-dam, dam. Ich würde auch eine Bombe nehmen. Dann könnte ich mir da in dem linken Raum Geld holen. Also ist quasi egal. Hauptsache irgendwas. Ja. Hat geklappt, wie man sieht. Naja. Was haben wir hier? Jawohl, Forever Alone. Warum nicht? So, dann, dann, dann. Gehe ich in den Shop? Ah, ich kann ja mal gucken. Ich habe ja zwei Schlüssel. So. Wow, den hätte ich sowieso nicht gewollt. Ich nehme einfach das Herz mit. So. Bam, bam. So, wer erwartet uns hier? Larry, okay. Dann, dann. Ist eigentlich egal. Die sind alle einfach. Das sage ich jedes Mal. So. Vor allen Dingen mit der Fliege nimmt er noch ein bisschen mehr Schaden. Und ich nehme auch Schaden, weil ich total dumm bin. Ja, und weil Maggie zu langsam ist, nimmt sie auch manchmal Schaden. Aber ich hätte den Gürtel trotzdem nicht für 15 Münzen gekauft. Wer bin ich denn? Ja, wär ziemlicher Schwachsinn, finde ich. Mein Gott. So. Immerhin kriege ich wieder das Leben zurück und Range ab. Naja. Okay. Na komm, die machen jetzt eiskalt mit der Fliege. Auf die habe ich nämlich gerade keinen Bock. So.
So, du darfst auch sterben hier, mein Freund, beziehungsweise ich darf dich auch mal treffen, danke. Ja, jetzt kriege ich eine Bombe, sehr schön. So, dann, der Raum ist nicht besonders komplex, vor allen Dingen, weil die sich alle selber töten. Huch. So, Truhe, Pille. Was haben wir denn? And ate them, toll. Aber ich mag das Geräusch. Bäh. Hallo? So. Eine Münze. Aber ich gehe erstmal in den Itemraum und danach kann ich auch in den Dings. Jawohl! Technology! Jawohl! Laser! Ich glaube, das muss ich nicht weiter erklären. Und ich tue mal meine Maus aus dem Bild. So. La 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 la. La 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 la. Technology ist echt cool. Ach, ich wollte ja The Moon. 3. Naja, gut. Egal, habe ich immerhin 15 Münzen. So, nach oben. So. Der Laser ist jetzt übrigens auch durch Gegner durchlässig. Das ist sehr praktisch. So. Bräuchte ich nur noch das Ouija-Board, dann könnte ich quasi durch den ganzen Raum schießen. Hatten wir Glatteny schon? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben wir ihn jetzt. Ich hoffe mal, er gibt mir Lard. Lard ist nicht schlecht. So. Ah, das Herz ist auch eine Alternative. So, ich wusste gar nicht, dass Glatteny das Herz droppen kann, aber jetzt weiß ich's. So. So. Aber es sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus, wenn man es mit dem ersten Basement vergleicht, von gerade. So. Vor allen Dingen durch Technology und das Hard war auch nicht schlecht. Ein Arcade Room. Puh. Naja, ich habe keinen Schlüssel, also kann ich sowieso nicht in den Shop momentan. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Puh. Naja, ich muss ja nichts kaufen. Ich gucke mich erstmal um im Shop. Steam Sale. Oh Gott. Will ich haben. So. Man hat den Effekt, denke ich, ganz gut beobachten können. Ich habe jetzt die Hälfte des Preises für alles. Es ist ein ziemlich gutes Item. Aber ist natürlich gefährlich, weil nicht unbedingt alles, was im Shop ist, gut ist. Aber wollte ich jetzt trotzdem haben und die eine Münze... Komm. So. Yay, nichts. Dann spiele ich nochmal eben hier. So, wir haben hart. Dann jag ich dich in die Luft. nochmal 3 Münzen. Und dann spiele ich hier. An dem Bettler spiele ich nicht, der ist dumm. Ah ne, ist ja gar nicht der Bettler, das ist... Ach, was weiß ich, wie der heißt. Aber da gewinnt man nichts. Man gewinnt bei der Slot Machine zwar auch selten, aber hey. Warum habe ich eigentlich die Blood Machine schon kaputt gemacht? Ich krieg doch noch Herzen. Idiot. Naja, egal. Kann ich mit zur Not, wenn ich beim Boss was verliere, hier noch was holen? Ich wäre jetzt für Gemini. Ich mag Gemini. Der ist nicht besonders schwierig. Monstro. Ah. Na gut, immerhin nicht Monstro 2. Monstro 2 kann ich ja, wie ihr wisst, nicht besonders gut. Vor allen Dingen, warum kommt der so oft? Der kommt sonst fast nie. Naja. So. Scheiße, da ist so ein X-Stein, aber ich habe gar keine Bombe. Ist ja doof. Ich
will eine Bombe. So. Aber Monstro an sich ist ja nicht das Problem. Das Boon, warum nicht? So. Aber ich wäre eigentlich eher für Leben. Egal. Caves 1. So, hier rein. Ihr seid kein großes Problem mit dem Laser. Aber erstmal die Fliegen töten. So. Mein Gott, was ist mit meiner Stimme gerade los? Na los, mach auf. So. Badam, 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 badam. Eine Bombe. Super. Ich kriege immer, wenn ich eine Bombe brauche, keine und dann kriege ich sie direkt danach. Und ihr könnt auch mal aufhören, mich zu treffen. So. Meine Fresse, was ist mit meiner Stimme los? Ist wahrscheinlich einfach noch zu früh. The Chariot, sehr schön. Drei Münzen. Ach ja, warum nicht? So. Und einen Schlüssel bräuchte ich auch, aber egal. Ihr Gesichter wieder. Naja, egal. Ich habe ja zumindest ziemlich viel Range. Sozusagen unendlich, aber das haben Laser so an sich. Doof. Gehe ich mal nach links. Rough, toll. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Der ist so ein bisschen Bomberman angelegt. Lehnt. Naja, was heißt so ein bisschen? Er ist Bomberman angelehnt. Huah! Und man kann ihn natürlich auch wie Bomberman, wie in Bomberman mit seinen eigenen Bomben treffen. Und er kann uns auch wie jeder Gegner in diesem verkackten Spiel einengen. Ich finde das so gemein. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich finde, ein Spiel darf so schwer sein, wie es will, aber es soll nicht gemein sein. So. Und damit war's das. Jawohl, drei Bomben. Blöpp. Ich weiß zwar nicht wirklich, was der Kerl mit Zorn zu tun hat, weil Wrath heißt Zorn. Na gut, Bomben sind irgendwo zornig, aber man hätte auch was anderes machen können. Aber naja. Die sind sowieso nicht immer so einleuchtend, die Todsünden. Aber egal. Ah. Hallo. Was lasse ich mich von dem Gisch treffen? Das ist einer der einfachsten Gegner im Spiel. Dumm. Ach, ich habe einen Schlüssel. Sehe ich jetzt erst. Dann, 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 dann. So. Ich könnte auch mal ein Damage abkriegen, fällt mir gerade auf. Und warum kriege ich immer da in der Mitte so einen Scheiß? Braucht doch keiner. So, was haben wir hier Schönes? Eine Pille. Full Health. Sehr schön. Nehme ich immer. Dann würde ich aber auch jetzt gerne diese hier nehmen, weil die ist dann auch Full Health. Das klingt logisch, finde ich. Also, ist ja dieselbe Farbe, ne? So. Gehe ich mal hier rein. Faith up, jawohl. Vielleicht kriege ich ja diesmal die Bibel. Wäre ganz nett. So. Dumm. Ja, die vierte Münze. Ich brauche ja nur 7, weil ich den Steam Sale habe. So. Dumm. So, hier wieder. Kommen ganz schön oft. Naja, so schwer sind die ja nicht. Ihre Entwicklungen, sag ich mal, sind deutlich schlimmer. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Die sehen so ein bisschen aus wie Gemini. Ich glaube, die hatten wir aber schon. Ach, und ihr. Naja, komm, ihr seid langsam. Auch da sind die Entwicklungen deutlich schlimmer. Lalala, eine Münze, sehr schön. Dann haben wir euch. Du bist tot. Du bist auch tot. Und du bist auch tot. So, aber ich brauche noch Münzen.
So, und so. Tot. Und tot. Und tot. Und tot. Und na los. Na los. Du bist auch tot. Jawohl, 7 Münzen. So, und ein Schlüssel. Wow, es läuft. Okay. Dann denke ich mal, dass ich jetzt die Bibel finden kann. Im Shop. Ich bin nicht sicher. Es muss natürlich nicht, aber die Chance steht gut. Dim, 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 dim. Ah, schade. Ja, ich nehme mir ein paar Bomben mit. Ach nein, das war Mr. Boom. Rausgeschmissenes Geld. Ah, ich habe gedacht, das ist die mal 10 Bombe da. Aber kann ja gar nicht, weil an der mal 10 Bombe steht mal 10 dran. Volltrottel. Oh, dumm. Gut, neben zwei Spezialräumen denke ich mal nicht, dass der Raum ist. Jawohl. 6 Münzen, okay. Na gut. Komme ich ja fast plus minus wieder raus. Aber trotzdem war es rausgeschmissenes Geld. Weil das Yamhard ist einfach deutlich besser als Mr. Boom. Mr. Boom ist halt einfach eine große Bombe. Hm. Naja, okay. Wen haben wir? Piep. Oh, Piep. Ah. Piep. Hatten wir Piep schon? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist Piep schlimm. Ich hasse Piep. Na gut, mit dem Laser geht er noch, weil ich ziemlich auf Abstand bleiben kann. Aber Piep ist nicht der netteste Endgegner. Aber ich versuche gerade zumindest The Chariot noch aufzuheben. Weil es, ich kann es ja nur einmal verwenden. So. So. Und so langsam bemerkt man auch, dass ein Damage abfällig wäre. Naja. Na, nicht so oft treffen lassen. Mann. Yep. Und yep. Ach ja, mit Laser geht der. Aber ich habe gleich meine blauen Herzen durch, weil ich zu blöd bin und mich ständig treffen lasse. Ah, aber ausweichen war noch nie so mein Spezialgebiet. Ich kann auch diese ganzen Tohu-Verschnitte nicht und was es da alles gibt und keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Genre überhaupt heißt. Aber ich denke, mit Tohu kann man was anfangen. Lil Chubby! Jawohl. Ist der für alle Caves-Bosse oder? Ich weiß nicht. Naja. Ja, ich gehe runter. Caves 2. So. Was habe ich jetzt eigentlich gekriegt gerade? Habe ich gar nicht bemerkt. Naja, kann ich ja gleich nachgucken. So. Und hep. Keine Ahnung. Habe ich. Ah doch, ich habe Life abgekriegt, sehe ich gerade. Gut. Dum, bam, 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 bam. Ach, der war dämlich. Ah, der ist auch total geil positioniert. Ich meine, die anderen kann ich mit der Fliege töten, aber der ist doch total bescheuert. Los, mach Kopf auf. So. Na, ich warte einfach. Lalala. Wie? Andere fliegen können das, soweit ich weiß. Und, ah nee, Quatsch, das war nur Meat Boy, der das kann, glaube ich. Oder? Nee, der Vogel war das. Ah, ich bin aber auch gerade ein bisschen verwirrt. So. Sven ist verwirrt, es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Und dann laufe ich in die Stacheln. Oh, ich bin so bescheuert. Naja, wirkte authentischer. So. Dum, 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 dum.
Gishes wieder. Die sind ja eigentlich gar nicht so schwierig. Trotzdem lasse ich mich treffen. Epp. Jawohl, Nickel. Aber ich habe keinen Schlüssel. Hm, blöd. So. Ja. Und noch eine Münze. Könnte ich mir jetzt sogar zwei Items kaufen. So, nicht von den Stacheln treffen lassen. Ich habe mich, glaube ich, in fast jeder Folge jetzt von einem Stachel treffen lassen. Das zeugt von hoher Intelligenz. So. La, 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 la. Ich könnte auch mal das Yamhard eigentlich einfach benutzen. Kriege ich zumindest die Aufladung für den Raum hier noch. So. Ich brauche einen Schlüssel. Ich habe generell wenig Items außer Münzen, aber die Münzen sind ja... Naja, eigentlich sind 14 auch nicht besonders viel. So. Yep. Und so und so, noch eine Münze, super. Und Fistula, Miniboss. Der ist jetzt mit Laser absolut kein Problem. Weil er langsam ist und ich damit mehrere treffen kann. So und so und so. Ein Schlüssel, super. Gehe ich jetzt in den Item? Ne, ich gehe erstmal in den Shop. So. Dum, dum. Boah, da wäre ich schon wieder fast reingefallen. Gefallen vor allen Dingen. Ich bin einfach zu hektisch, was die... Ah, Greed. Ich bin einfach zu hektisch, was das Laufen angeht. Gut, dass ich 15 Münzen hatte. Nach diesem Kampf habe ich dann ungefähr 10 oder so. Ach, weißt du was? Kannst du mich mal, Greed, ey. Scheißkerl. So. 21, nicht 10. So. Am Arsch.